Reisen macht richtig Spaß, aber mit euch ist es Genuss pur. Diesmal bin ich unterwegs im Murgtal. Aber jetzt möchte ich erst mal wissen, wem dieses traumhafte Sahnestückchen gehört. Das Murgtal ist eines der größten und tiefsten Täler des Schwarzwaldes. Seit 4 Jahren lebe ich jetzt schon im wunderschönen Südwesten Deutschlands und habe schon viele tolle Typen kennengelernt, die sich für die gleichen Dinge begeistern wie ich. Nämlich lecker essen, schöne alte Autos, Oldtimer aller Art sind nämlich mein größtes Hobby. Und in der Region gibt es so unfassbar viele Tüftler und Bastler. Hier bei Baiersbronn entspringt die Murg und fließt nach 96 Kilometern bei Rastatt in den Rhein. Und in dieser Ecke des Murgtals gibt es sogar eine ganze Familie, die so bekloppt ist wie ich. Herrlich. Wie war die erste Geschichte, die du noch weißt, mit einem Oldtimer mit Papa? Da war ich 4 oder 5, also ganz klein noch, und da sind wir nach Frankreich gefahren. Auf meiner Reise erfahre ich die Geheimnisse eines Schrotthaufens mit Seltenheitscharakter. Begleite den Schäfer Jörg Frei, sehe, was aus seinen Lämmern beim Metzger Joachim Koch wird, und probiere seine Lammbratwurst im Gasthof nebenan. Ich entdecke die schöne Altstadt von Gernsbach. Und hab jede Menge Spaß auf dem Unimog-Parcours für jedermann. Und genieße Bauernhofeis im herrlichen Ambiente. So, jetzt möchte ich aber wissen, wer in Baiersbronn so einen alten Bus hat. Schönen guten Tag. Der Hallo. Herr Lichter, ich glaube es nicht. Ja, der Hochzeit ist einfacher. Petra. Ja, Herr Lichter, sagen die nur beim Finanzamt bei mir. Okay. Sag mal, es riecht ja traumhaft lecker hier drin. Aber deswegen bin ich gar nicht reingekommen. Wem gehört draußen dieser wunderschöne Oldtimer-Bus? Meinem Papa. Dem Papa? Mhm. Das ist sein Hobby und den hat er gebaut, selbst zusammengebaut. Selbst zusammengebaut? Ja, richtig. Er ist aber schon Bäcker. Ja klar, Bäckermeister, aber das ist sein Hobby. Und was sagst du als Tochter dazu? Dass er verrückt ist. Dass er verrückt das ist? Das ist er. Was sagt der Mama? Auch. Dasselbe. Auch verrückt. Dasselbe. Ich muss Papa kennenlernen. Darf ich einfach mal durchlaufen? Ja, sicher. Klar. Einfach der schmeißt mich nicht aus der Backstube nein, raus. Nein, sicher nicht. Nein, gut, nein, danke nein. Schön, Petra. Marmorkuchen. Ja, Marmorkuchen. Tust mir gefallen, ein großes Stück für mich nachher weg. Ja, sicher. Mach für ich. Für unterwegs. Ja, sicher. So. Schönen guten Tag. Guten Darf Tag. Darf ich kurz stören? Hallo. Hallo. Ich bin der Horst Lichter. Und ich bin der Otto. Otto, dann bleiben wir direkt beim Horst. Otto, ich habe draußen diesen Sensations-Omnibus gesehen. Der Bus ist ja ein Traum. Deshalb bin ich auch nicht gern Bäcker. Deshalb bist du nicht gerne Bäcker? Nein, noch nicht weh. Das habe ich jetzt nicht vermutet, weil wenn ich mir das alles so angucke und sehe, was vorne in der Theke liegt, habe ich schon das Gefühl, du bist auch gerne Bäcker. Nein, noch nie gewesen. Noch nie gewesen? Ich habe die Meisterprüfung gemacht, war mir egal, ob sie bestand oder nicht bestand. Egal, ich wäre in der Autobranche wäre ich geblieben. Hör auf, Otto. Ja. Was gibt das jetzt übrigens? Das gibt jetzt Brezelteig. Brezelnteig. Bist du berühmt für deine Brezel? Ja, sind wir ein bisschen. Man soll es ja nicht sagen, aber. Also, wenn du schon sagst, ein bisschen, dann ist wahrscheinlich die ganze Region verrückt nach deinen Brezeln, ja, oder? Ja. Wie viele Brezeln macht ihr so? Ach, das ist unterschiedlich. 1000, 1500, 2000. Im Monat? Oh, ja, im Monat, im Tag. Am Tag? Ja, ja. Hör auf! Unglaublich, dabei ist Brezelbacken wirklich eine anstrengende, langwierige Angelegenheit, erklärt mir Otto. Über 10 Arbeitsschritte sind bei jeder einzelnen Brezel nötig. Und wie schnell der den Teig in Form drehen kann, mein Gott. So, jetzt zeig mir das nochmal, Otto, das ging mir zu schnell. Also. Also. Ich nehme mir auch mal direkt ein Würstchen. So. Ein Würstchen, ja. Also, ein Würstchen. Jetzt einmal. So. Du machst das schon viel schneller als ich. Ich bin noch nicht dünn. Bist du denn schon zufrieden mit mir? Ja, mit der Zeit kommt die schon. Niemals hättest du schöner sagen können, dass du nicht zufrieden bist. Kein Meister vom Himmel gefallen.
Wie war denn für dich der harte Job, wenn du nicht Bäcker werden wolltest, aber musstest? Ich habe beim Brezelmacher meine Idee gesammelt. Deine Ideen? Da habe ich nämlich nichts gedacht dabei. Du hast einfach nicht gedacht dabei? Nein, da habe ich, wo ich meinen Bus gebaut habe, Mensch, wie geht's weiter? Und das habe ich alles beim Brezelmacher. Das heißt, beim Brezelnbacken hast du überhaupt nicht mehr nachgedacht, was du da tust, sondern einfach nur überlegt, was kann ich jetzt am Auto wieder bauen, tun, damit es dir gut geht. Ja. Das ist der gelbe Bus, bevor Otto ihn restauriert hat. Wenn man das sieht, kann man nur erahnen, wie viel Zeit er da reingesteckt hat. Er hat den White Bus, gebaut 1926, in Amerika gekauft. Und damit er in den Schiffscontainer passt, hatte man ihn zu allem Übel auch noch in der Mitte durchgesägt. Und das, wo es ihn weltweit nur zweimal gibt. Kaum zu glauben, dass der Brezelbäcker das als Hobbyschrauber dann so hinbekommen hat. Wir haben noch mehr Oldtimer. Noch mehr? Ja. Zeigst du mir alle? Ja. Das glaube ich nicht. Ein Mercedes aus den 50er Jahren. Etliche Vorkriegslimousinen? Mein Gott, wo hat er die alle her? Nee, was schön. Zu allem Übel auch noch ein VW Samba-Bus, das ist eine echte Rarität. Und wenn man jetzt überlegt, jeden einzelnen Wagen, der hier steht, hat Otto selbst restauriert. Insgesamt 11 Stück. Am Oberlauf der Murg, rund um das alt-württembergische Bayersbronn, ist der westlichste Zipfel des schwäbischen Mundartraumes. Mitten in dieser Schwarzwald-Idylle lebt unser wirklich Oldtimer, verrückte Brezelbäcker Otto Klump. Unglaublich, der Kerl. Horst, wir fahren ins Brezler aus. Ajo. Der schaltet sich aber schön, Otto, ne? Obwohl er längst in Rente ist, fährt Otto immer noch jeden Samstag die Brezeln aus. Den Bäcker, der nie Bäcker werden wollte, und seine Oldtimer kennt hier wirklich jeder. Wie war das also für deinen Papa und für dich, als der Papa gesagt hat, du wirst auf jeden Fall Bäcker? Ja. Warst du da wirklich sauer? Ich bin gar nicht gefragt worden. Aber du bist gar nicht erst gefragt worden? Nein. Aber hat der Bäckerberuf dir nicht eigentlich auch das alles ermöglicht, dass es heute so ist? Was hat deine Frau gesagt? Hat die gesehen, wie der aussah, als er ankam? Der ist auch angestorben. Menschenskinder, über ein halbes Jahr hat Otto nur 3-4 Stunden pro Nacht geschlafen. Dann endlich war der gelbe Bus fahrbereit. Das nenne ich mal Ausdauer. Sollen wir mal hupen? Ah ja, hup mal. Nein. Ja, die ist ja cool. Wir sind vier Orgelpfeifen. Die geht durch den Auspuff. Ein Auspuff, der wie eine Orgel funktioniert, über die Abgase vom Auspuff. Toll. Jetzt sind wir bald dort. Eine Hupe und dann kommen die Leute. Das ist aber auch ganz schön hoch hier, mein lieber Mann. Du. Ah, siehst du, da kommen schon die Leute raus. Schönen guten Tag, es gibt einen neuen Verkäufer. Wie viele Brezeln dürfen es denn sein, gnädige Frau? 6 bitte. 6 bitte. Otto, du rechnest schon mal hoch. 6 mal, was kosten die Dinger? 55? Ich muss mir jetzt alles verdienen, wenn ich mit Otto fahren darf. Bitte schön, 2 Stück. Können die das auch morgen zahlen? Morgen zahlen? Hat er Kredit? Ja. Ja, du hast Kredit. Ja. Er muss auf ihren Putz noch machen. Ja. Ach so. Aber ihr seid schon alle sehr gut bekannt hier, ne? Sag mal, ist euch der Otto eigentlich bekannter als Bäcker oder als Autoverrückter? Beides. Mir hat schon mal einer erzählt, die Brezeln hätte irgendein Geheimrezept dabei oder so. Ja, wenn ich immer frisches Brot will, sagt er, wenn du Brot von heute willst, musst du morgen kommen. Bitte schön, die gehen aufs Haus. Echt? Ja, für die zukünftige Stammkundschaft. Ne? Das ist schön. Wir im Schwaben sagen, man glaubt gar nicht, was in einen reingeht, wenn es nichts kostet. Also ich muss ehrlich sagen, ihr seid schon eine coole Sache hier. Ne?
Tschüss, ihr Lieben. Dankeschön. Ihr wart Weltklasse, wenn ich einmal so sagen darf. Herzlich und urig sind die Menschen hier. Und so unglaublich fleißig. Wo gibt es sonst noch Bäcker, die die Brötchen bringen? Übrigens war die Murg bis ins 19. Jahrhundert eine wichtige Handelsstraße für die Holzflößerei des Tals. Und was ich vorher nicht wusste, das Murgtal gehört teils zum Badischen, teils zum Schwäbischen und ist schon immer ein beliebtes Ferienziel, wie dieser Film aus dem Jahr 1958 zeigt. Wildromantisch wirkt hier die Murg. Überall begegnen wir im Murgtal alten Fachwerkhäusern. An den Straßen, in den Tälern und auf den Hängen des ganzen Gebietes begegnen wir oft den kleinen Heuhütten, die auf die Einwanderung Tiroler Enzianbauern zurückzuführen sind. Otto hat mir inzwischen eine besondere Freude gemacht. Für eine Spritztour mit seiner Tochter Petra darf ich den Mercedes Baujahr 1936 benutzen. Und so cruisen wir mit dem 40 PS starken Gefährt durch die schöne Landschaft und unterhalten uns über Petras alten Herrn. Er hat eine Gabe, also zumindest habe ich jetzt den Eindruck, er lacht viel. Ja, ne? Stimmt. Das du aber auch. Ja, genau. Weil du hast die schönen Lachfälsche, das ja, von Papa genau. Gehabt. Ja, ne? voll, ja. Das stimmt, wir beide lachen relativ schon viel. Das stimmt. Wie war die erste Geschichte, die du noch weißt mit einem Oldtimer mit Papa? Ich weiß, da war ich 4 oder 5, also ganz klein noch, und da sind wir nach Frankreich gefahren. Und dann haben wir den ersten Oldtimer geholt. Und es war für mich nur Schrott. Und dann habe ich das zum Papa gesagt. Ja. Papa, was willst du mit so viel Schrott? Und dann hat er zu mir gesagt, zusammenbauen. Und das war ja der Anfang. Ja. Wie lange ist das denn etwa her? 40 Jahre. 40 Jahre. Mhm. Mein Gott. Mhm. Das heißt, da war Papa ja, Mitte 30. Mitte 30. Einmal hat er alles hingeschmissen, das weiß ich auch noch. Und dann ist er runtergegangen zu einem Autohaus und hat dann gesagt, kann ich hier anfangen? Ach. Ja. Und dann hat ihn mein Opa aber wieder zurückgeholt. Hat ihn zurückgeholt? Ja, klar. Gang ist drin, Handbremse ist gezogen. Weil wenn der den Berg runterrollt, habe ich mit Otto ein echtes Problem. Bestimmt. Jetzt bin ich mal gespannt, was mich hier erwartet. Hier drin soll ich Ottos zweites Hobby kennenlernen. Ob das auch wieder was mit Tüfteln und Schrauben zu tun hat? Sag mal, das ist ja noch mal wunderschön hier. Ja. Und was ist das genau? Das ist unsere Hütte. Die ist bewirtschaftet, immer 5 Tage die Woche, und das ist das nächste Hobby von Otto. Hallo Otto! Hallo! Noch ein Hobby von dir. Also erstmal Dankeschön, Otto, dass ich dein Auto fahren durfte. Ja. Er läuft vom Feinsten, man merkt, dass du mit Leidenschaft dieses Auto wieder aufgebaut hast. Ja. Danke für das Ausleihen deiner Tochter. Sag mal, und das hier ist noch ein Hobby? Ja. Noch eins. Also ich stelle mir Ruhestand mit 75 anders vor, muss ich sagen. Arbeit hat viel Schönes. Und was soll ich sagen? Sie zu Hause haben bestimmt Verständnis dafür, dass ich jetzt den Abend hier ausklingen lasse. Das würden Sie auch machen. Otto, was gibt es zu essen? Ja, Schnitzel, Kartoffelsalat und... Ich bin dabei. Komm, lass uns gemütlich machen. Ja, ne? Ich denke sofort. Ach, der ist super. Vor Schwarzenberg, hat man mir erzählt, sei noch ein richtiger Wanderschäfer unterwegs. Der Beruf wird heute immer seltener. Denn wer will schon rund um die Uhr verfügbar sein? Schönen guten Tag. Grüß Gott. Ah, ich komme mal gerade rausgehüpft, vernünftig die Hand zu geben. Hallo. Horst Lichter, ja, ich habe selten eine Herde gesehen mit so viel Lämmer. Ja.
Warum sind so viele Lämmer dabei? Ist jetzt die Zeit? Normalerweise nicht. Eigentlich im Frühling. Aber ja, jetzt ist halt witterungsbedingt ist das halt so gekommen. Das heißt, die hatten Spaß dran und sie haben sie im Griff. Eber, genau. Was mich jetzt schon wundert, ist, dass ein Schäfer einfach mal so mit mir erzählt. Ja. Man hat immer das Gefühl, ein Schäfer ist so viel lieber mit sich alleine. Ja, das stimmt schon. Das kommt aber immer drauf an. Meistens ist der Schäfer immer wieder weg von der Bundesstraße. Und ja. Ja, fahrt halt gerade niemand vorbei. Darf ich denn vielleicht ein Stückchen mitlaufen? Ja, natürlich. Na komm, 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 komm. Falsche Stimmlage. Ich meine, die haben im Gefühl, dass ich Rezepte habe. Nicht gut. Hopp, 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 hopp. Rund 650 Schafe müssen über die Straße getrieben werden. Wallen dir Dränge. Was sind die süß, ne? Die Schafe dienen vor allem der Landschaftspflege. Na klar, einen besseren Rasenmäher lieber nicht. Und in vielen Schutzgebieten, so auch teilweise hier, dürfen keine Rasenmäher eingesetzt werden. Da stutzen die Tiere das Gras. Und die schmecken auch noch. Sag mal, sollen wir beide nicht erstmal auf Du machen? Ich bin der Horst, das ist ich viel bin einfacher. Ich bin der Jörg. Jörg, wenn ich schon mit dir gehen darf, ja, dann sollten wir auch vernünftig miteinander reden. Hopp. Sag mal, hast du dich von Anfang an dran gewöhnt an diesen Ruf? Das ist der, jeder ruft anders. Ja. Einer macht so, ja, je nachdem, wie man es halt will, aber ich mache es halt so. Und das Endeffekt ist das Gleiche, Hauptsache sie kommen. Und wie man sieht, funktioniert es ja. Wie bist du auf den Gedanken gekommen, Schäfer zu werden? Ja, das war eigentlich, wo ich Kind war, ist immer ein Wanderschäfer durchgekommen, ja, von der Alp. Und dann bin ich da mitgegangen immer, vor der Schule oder bevor ich in die Schule gegangen bin und nach der Schule, wo ich noch Schulalter erreicht habe, bin ich morgens in die Schule und mittags hat mich dann meine Mutter zu dem gefahren und das war eigentlich relativ schnell klar, dass ich das machen will. Aus Überzeugung, aus Lust an die Schaf, Natur, hat mir schon immer Spaß gemacht. So ein Bürojob wäre für mich nichts. Also du machst im Prinzip die Schafzucht für Fleisch, nicht für Wolle. Wolle ist ein Nebenprodukt, wo halt anfällt. Da ist der Preis ziemlich niedrig gehalten vom Ausland her. Gerade Neuseeland und Australien, die haben halt andere Wolle wie wir. Wir haben eine gröbere Wolle, weil es bei uns relativ viel regnet. Und eine grobe Wolle wird halt wird schneller trocken wie so ganz feine. Ja. So, das sucht sein Baby. Ah, da hinten ist er, dein Kasper. Da hinten kommt er, genau. Also normalerweise kriegen die eins und selten Zwillinge. Die kriegen im Prinzip kriegen die Schafe in 2 Jahren 3-mal Junge. Jörg, altromantische Frage. Ja. Den Stock, den du jetzt beißt, der sieht nicht so aus, wie ich den von den Gemälden und allem kenne. Die haben immer so einen, der oben gebogen ist. Wofür hat man den? Wenn man jetzt den hütet jeden Tag. Ja. Und du stehst den ganzen Tag so da, ohne Stock, halt mal geschwind, und stehst so da, dann stehst du immer auf beide Füße und dann tut er irgendwann den sie da mal weh. Ja. Und wenn ich den Stock jetzt da so hab, dann kann ich den mal so nehmen und den Arm, und dann kann ich den Fuß entlasten. Ja. Und dann ist der wieder geschont und nachher kommt die Schippe auf die andere Seite rüber, so, und dann ist der Fuß wieder entlastet. Mhm. Dann kannst du ihn im Prinzip nehmen zum Zone und dann hast du wie so einen Hocker. Ja. Dann ist das ein wenig abwechslungsreicher. Und dann ist noch, kannst du machen, wenn du jetzt an einer Bundesstraße hütest und der Hund ist gerade woanders und du da aufpassen und es geht ein Schaf auf die Straße raus und es kommt ein Auto und du würdest den Hund nur laufen lassen, dann verschrickt die Schafe, dann rennt es ins Auto. Ja. Dann kannst du da Dreck nehmen, ein bisschen, und dann
Dann schmeißt du so um. Ja. Und dann verschrickt die Schaf und dann geht es wieder rein. Ah, deswegen die Schaufel. Genau. Und dann kannst du da, den Haken siehst du ja, ja, wenn jetzt ein Schaf was am Klauen oder am Fuß hat irgendwas, ja, dann kannst du das so fangen. Dann gehst du von hinten her und, ja, und hakst da am Fuß ein, das passt genau. Da geht genau der Fuß rein und der Knochen unten, das Gelenk, passt ja da nicht durch. Und dann hast du den Schaf. Und dann kann er nicht mehr abhauen. Und dann kannst du nicht mehr abhauen, du ja hast es im Griff und dann kannst du Behandlung machen. Jetzt habe ich noch eine Frage, ja, weil ich bin ja auch zufälligerweise Koch. Ja. Und wenn ich so ein Lämmchen sehe, habe ich zwar keinen Hunger mehr, aber wo geht es nachher hin? Gibt es hier in der Region jemanden, der das verarbeitet? Ja, das ist in Kloster Reichenbach, die Metzgerei Koch. Ja. Und der ist kein Koch, aber heißt halt Koch und der tut mir die Lämmer abnehmen. Jörg, dann lasse ich dir jetzt mal deine Ruhe. Okay. Dankeschön, dass ich mitgehen durfte. Bitte schön. Danke. Sehr erholsam. So. Und ich gehe jetzt mal gucken, ob ich den Koch treffe, der kein Koch ist und dafür lecker Wurst macht. Alles klar. Danke dir, Jörg. Bis dann. Ciao. Tschüss. Schon wieder Schafe. Langsam kriege ich so ein kleines Hüngerchen. Die Familie Koch ist schon in der vierten Generation Metzger. Ursprünglich hatten sie nur einen Gasthof mit Hausschlachtung für die Murktalflößer. Seit 16 Jahren gibt es nun auch noch eine eigene Metzgerei in Baiersbronn. Der jetzige Chef war als Kind schon immer mit dabei und wollte den Beruf auf jeden Fall erlernen. Gott sei Dank. Schönen guten Tag. Ja, hallo. Horst Lichter. Hallo. Hallöchen. Ich kenn dich vom Fernsehen. Ich bin der Joachim. Du, ich komme eigentlich von dem Schäfer Frei. Ah ja, vom Jörg. Und der hat mir gesagt, seine Schäfchen, seine Lämmer, ja, die würden irgendwann bei dir landen. Und was machst du denn aus den Lämmchen? Wir machen halt verschiedene Sachen. Simone, gib mir mal schön die Lammbratwürstli rüber. Ja, aber du hast aber ganz schön viele Frauen hier, ne? Ja, mein lieber Herr Gesangsverein. Ja, mehr. Und alle am Lächeln, das ist ja schön. Also, das sind jetzt die Lammbratwürstli, die sind zum Grillen oder in der Pfanne zum Braten. Was ist das Besondere an den Würstel? Das Besondere ist eigentlich, dass man mit der Würzung ziemlich regional auch blieb ist. Ja. Man hat versucht, hier einen eigenen Geschmack zu entwickeln. Also nicht das Übliche, sondern man hat dann nach einem Gewürz oder nach Kräuter gesucht. Also hier aus Baiersbronn praktisch die Kräuter, was hier auch tatsächlich weg. Genau, und die Kopfnote bei der ganzen Geschichte, das ist der Quentel. Quentel? Quentel, das ist ein wilder Thymian. Ja. Und der wächst hier. Machst du aus den Lämmern nur diese eine Wurst? Nee, wir machen noch mehrere Sachen. Wir machen den Lammschinken und dann machen wir noch Lammbratwürstle, geräucherte. Ja, so sieht meine Metzgerküche aus. Genau. Das ist euer Räucherofen. Das ist der Kaltrauch. Vorsicht. Ja. Oh mein Gott. Warum heißt das Kaltrauch? Weil wir hier Temperatur unter 30 Grad hin. Deswegen ist es der Kaltrauch. Ja. Und wie kommt jetzt, ich sehe da Holz drin liegen, dieser Geschmack rein? Ah, das brauchen wir manchmal zum Anfeuern ein bisschen, dass, wenn man gerade so Bratwürste oder so, dass es auch trocknet. Herrlich. Und wie lange bleibt so ein Schinken da drin? Ah, zwischen 8 und 10 Tage braucht er schon. Habt ihr das schon immer gemacht? Ja, natürlich. Das ist schon alte Tradition im Schwarzwald. Ja. Und so ist es bei uns auch. Also, aber meine Vorfahren waren auch alle Metzger. Das sieht aber schon vorbereitet aus, mein lieber Achim. Ein bisschen was. Oh, die ist aber gut. Oh, die ist aber fein. Warte mal ganz kurz. Man vergisst relativ schnell, wie sie geschmeckt hat. Ich muss noch mal nachprobieren. Jetzt habe ich es wieder. Und der Schinken. Ah. Weißt du, man glaubt ja immer, wenn man mich irgendwo essen sieht, das wäre alles gespielt. Yeah. Wenn die Menschen wüssten, wie gerne ich esse und wie lecker das ist, das ist ja der Burner. Darf ich noch einen Scheibe schicken? Sehr lecker. Achim, wo kann man denn normalerweise jetzt diese schöne frische Bratwurst probieren? Die kann man in verschiedenen Hotels hier im Baiersbronn verköstigen. Unter anderem auch nebenan im Waldknechtshof. Achim, danke dir. Hast du gute Zeit? Ja, komm, einmal, ich habe wieder vergessen, wie sie geschmeckt hat. Sowas von lecker. Also, tschüss. Unglaublich, in Baiersbronn ist selbst der Metzger ein echter Erfinder. Und alle sind echt traditionsbewusst.
Willkommen in Gernsbach. Der Luftkurort im unteren Murgtal hat eine wunderschöne historische Altstadt. Das alte Rathaus war ursprünglich ein Wohngebäude und gehört zu den bedeutendsten Häusern der späten Renaissance in Süddeutschland. Heute wird es noch für Trauungen genutzt. Weiter geht's Richtung Kuppenheim, zu jemandem, der ein Auto mit Seltenheitswert besitzt. Wieder einer dieser handwerklich unglaublich begabten Menschen, die diese Region so besonders machen. Ich glaub's nicht. Ein Brezelkäferchen. Ich bin richtig. Herr Walter, ich komme. Dieser tolle, unrestaurierte Brezelkäfer ist noch nicht mal der Grund für meinen Besuch. Noch toller. Ich sage nur, Mythos Veritas. Diese wirklich legendären Sport- und Rennwagen sind hier in der Nachbargemeinde Muggensturm gebaut worden. Veritas wurde 1946 gegründet, hieß später Dyna Veritas. Die Firmengeschichte ist ziemlich verworren und der Autobauer existierte nur 8 Jahre. Doch die Wagen waren eine Wucht, die Rennversionen haben ziemlich schnell Autorennen gewonnen. Heute soll es weltweit nur noch, halten Sie sich fest, 10 Fahrzeuge geben. Und 2 davon gehören Martin Walter. Schönen guten Tag. Sie müssen Herr Walter sein. Richtig. Guten Tag, Herr Lichter. Martin Walter. Ich muss mich ja gar nicht vorstellen. Yeah, wenn ich ja mal so sagen darf, Respekt, der größte Oldtimer-Liebhaber, den ich bis jetzt kennengelernt habe. Klar, zahlt über 2 Meter. Ist das der Veritas, nach dem ich suche? Ist der Veritas, nach dem Sie suchen. Einer der abgebranntesten, den Sie kennen und gesehen haben bisher wahrscheinlich. Oh weh, dieser Dyna Veritas ist ja wohl ein Gewesener. Der sagenhafte Flitzer der Nachkriegszeit wurde angeblich nur rund 180 Mal gebaut. Und dieser, Verzeihung, Schrotthaufen, ist einer davon. Meine Frau würde mich erhängen. Also jetzt unter uns zwei. Ich hätte ihn niemals nicht als Veritas jetzt erkannt. Ich bin schon ziemlich verrückt. Aber mit dem Auto weiß ich nicht, ob ich mich nach Hause getraut hätte. Jesus Maria, nee. Wie kommt man an sowas? War ein Zufall. Soll der denn jetzt tatsächlich noch mal restauriert werden? Oder sagt man jetzt, da bleibt schön hier draußen und da vorne könnte Frau schön, was weiß ich, so Hängegeranien? Man könnte es schon als Teil für den Garten verwenden, da ja, haben Sie ne? recht, aber ernsthafterweise. Die Frage war schon, nachdem er dann hier war, ja. Ich habe ihn also für eine Flasche badischen Wein kaufen dürfen damals. Ehrlich? Ja, das war also schon im Rahmen meiner Möglichkeiten. Aber ernsthafterweise, ja. Er wird wieder auf die Räder kommen und in ein paar Jahren noch wieder fahren. Das ist das Ziel, da kommen wir auch hin. Das ist schon der Fahrersitz, der wurde schon vorbereitet, gebaut in Bayern bei einem Spezialisten, weil dieser Fahrersitz, der lag komplett im Feuer, ja. Ist mit verbrannt. Wir haben auch mit den alten Mustern den Federkern original nachgebaut, die originalen Beschläge wiederverwendet, die waren im Feuer gelegen, wurden gerichtet. Wir bauen es mal ein. Ja. Das ist also die Rückenlehne. Nee, das ist Sitzkissen. Nee, das ist die Rückenlehne. Aber das ist doch schon so ein Moment, den ich nachfühlen kann. So, wo man einfach das Gefühl hat, ich halte fest, genau. Es geht vorwärts. Eben, eins nach dem anderen. Martin, was machst du eigentlich, wenn dieses Auto nachher irgendwann in 4, 5 Jahren fertig ist, wunderschön aussieht und du würdest nicht reinpassen? Die mittlere Schiene wird 5 cm nach hinten versetzt, dann ist es nicht mehr original, aber ich passe dann wenigstens rein. Stell dir mal vor, du müsstest mich jedes Mal anrufen und sagen, Horst, fährst du mal mein Auto? Wäre mir schon peinlich. Mir nicht. Weil das ja noch Jahre dauern wird, nehmen wir für einen kleinen Autotrip den schnuckeligen Brezelkäfer. Der Martin hat schon wirklich eine ganz spezielle Vorliebe, was seine Sammlerleidenschaft angeht. Jetzt fahren wir zu seinem zweiten Dyna Veritas. Den hat er auch mehr oder weniger verrottet gekauft. Aber aus 2 halben Autos will Martin, der übrigens Stadtarchivar ist, ein ganzes machen. Der zweite steht bei einem Blechner, also einem Fachmann, der Karosserieteile restaurieren oder originalgetreu nachbauen kann. So Leute sind echte Tüftler. Die können aus, Sie wissen schon, Gold machen. So, jetzt sind wir da. Dieses Unikum hat Martin in Norddeutschland geschossen. Übrigens, da waren Teile von allen möglichen Herstellern verbaut. Aber dieser hier ist eben nicht verbrannt und er soll noch einige Originalteile haben, die zu gebrauchen sind. Ja, das sieht doch schon mal ganz anders aus. Das sieht schon wie ein Auto aus. Hier erkennt man auch schön die Maske. Entschuldigung, ich bin schon so nervös, der Horst. Markus. Markus, mit C oder K? Mit K. Mit K wegen der Aussprache, du weißt.
ganz wichtig. Das ist schon alles gestrahlt. Genau so, ne? Er ging relativ gut ab. Ja, das ist halt Qualität, ja. Ja gut, das ist Qualität, aber du hast, aber, du hast jetzt aber keine Beule mehr reingemacht. Also jetzt nee, kann man kontrollieren? Ja. Gott sei Dank. Mein Gott im Himmel. Ja. Aber das siehst du, tolle Arbeit, die man, wenn er ja. 60 Jahre gemacht hat. Aber der ist jetzt wirklich auch original, ne? Ja, wir wollten nichts Nachgebautes, ja. Muss original sein. Und ich schmeiß den auf den Boden, mein Gott im Himmel. Aber ich würde sagen, wir lassen Markus jetzt einfach in Ruhe dieses Teil raustrennen. Sollen wir in Ruhe weiterarbeiten lassen? Ja, Markus. Bin ich gespannt. Okay. Danke dir. Ja, tschüss Markus. Tschüss. Und wenn du mal wieder einen Kotflügel abhaben musst, sag Bescheid. Dann ruf ich an. Ne? Tschüss. Jetzt will Martin mich unbedingt dem Mann vorstellen, der seine Dyna Veritas Euphorie mit ausgelöst hat. Wie viele hier in der Gegend natürlich auch ein echter Tüftler. Aber im Hauptberuf Lehrer. Sag mal, Martin, du machst mich wirklich verrückt. Oder? Noch nie gesehen. Ein Dyna X, ja, ganz entzückend. Das ist ein Panhard, der einzige hier in Deutschland. Den kenne ich. Limousine, wunderschön. Hallöchen, Entschuldigung, dass ich störe. Hallo. Ich rasse mal vor, ich bin der Horst. Hallo Florian, hallo. Florian, du bist ein Freund von Martin. Ja, ja, hallo Florian. Mein größter Freund. Ja. mein bester Freund. Ja. Ja, ich muss auch sagen, seitdem ich ihn kenne, weiß ich, wie groß ich wirklich bin. Ich bin halt ein kleines Kerlchen, ne? Ja. Wirklich. Sag mal, du bist aber auch so ein komplett Verstrahlter, oder? Ja. Was sagt deine Frau dazu, dass du so fehlgepolt bist in der Beziehung? In unserem allerersten Urlaub vor 16 Jahren ist uns das erste Auto über den Weg gelaufen in Südfrankreich in einem Hühnerstall. Das habe ich meiner Frau auch schon mal versucht zu erklären, dass das rein zufälligerweise, wenn ich in den Hühnerstall muss, mir sowas entgegenkommt. Ja. Komm, die hat dir doch kein Wort geglaubt. Doch, sie war jung genug. Der Dyna X. Ein origineller Kleinwagen ist das erste Auto, das der französische Autohersteller Panhard in der Nachkriegszeit baute. Bald lieferten sie ins Badische Karosserieteile und Motor vom Dyna. Daraus baute man in Muggensturm den Dyna Veritas. Lass ihn röhren, ich will ihn hören. Ich bin mal gespannt auf den Sound, ja. Ja, der dreht ja auch schön hoch. Er dreht ja, ja. Bis 6,5. Geil. Ja. Dafür brauche ich eine CD, also ehrlich. Toll also. Gemacht, Pascal. Du, der stell dir mal vor, morgens liegst du im Bett und anstatt Wecker klingelt das Ding. Ja. Ja, da steht, ja, da drückst du direkt mit dem Fuß rechts unten gegen das Bettlaken, weil du denkst, du musst Gas geben. Ja. Jetzt aber zurück nach Baiersbronn. Diese Region war handwerklich und technisch schon immer etwas Besonderes. Im Waldknechtshof warten die Lammbratwürstchen vom Metzger Koch auf mich. Schönen guten Abend. Abend. Aber erstmal gibt's eine Überraschungsvorspeise. Oh, da geht's los. Oh, sag mal, das sieht aber ausgesprochen schön aus. Was ist das? Da serviere ich Ihnen meine Baiersbronner Wiese mit Tomate und Balsamico. Der Name entsteht dadurch, dass sämtliche Kräuter auf dem Teller von der Wiese kommen. Sehr schön. Pass auf, also jetzt sei mal nicht so steif. Ich bin der Horst, ich bin Kollege von dir, das läuft jetzt. Sehr schön. Ne? Ich bin der Christian. Christian. Servus. Locker bleiben, Christian. Ich habe jetzt nur keine Zeit mehr für dich, weil das sieht so was von lecker aus. Dann ja. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Also wenn so eine Wiese in Baiersbronn schmeckt, dann möchte ich im nächsten Leben eine Kuh sein. Mmh. Wunderbar. Oh, Christian. Als zweites die oh. Baiersbronner Schätze. Also wenn das nur halb so gut ist wie das Salätchen, kriegst du von mir einen Stern. Ist sie besser? Ist besser. Ist besser. Dann gehe ich dir gleich zum Auto holen. Aber du entschuldigst, ne, bevor da irgendwas kalt wird, lass es dir schmecken. Möchte ich anfangen. Dankeschön. Wenn ich alleine überlege, welche eine Kunst es ist, so einen Teller so anzurichten. Weil wenn man mal sieht, ein Würstchen liegt auf dem anderen. Das heißt, das erste Würstchen muss in der Luft gestanden haben. Aber jetzt fange ich an zu essen. Aber mit welchem fange ich an? Das hier. Es ist
fluffig, es ist saftig. Man schmeckt wunderbare Kräuter. Die Temperatur ist perfekt, die Würze einmalig und dieses Söschen darüber. Also ich muss schon sagen, im Murgtal kann man es sich so richtig gut gehen lassen. Und jetzt geht's gen Gaggenau. 8 Kilometer nordöstlich von Baden-Baden. Bis ins 19. Jahrhundert war Gaggenau nur ein Dörfchen. Heute ist die Stadt die älteste noch existierende Automobilproduktionsstätte der Welt. Aber wissen Sie, warum ich den Ort natürlich auch kenne? Wegen der ziemlich berühmten Herstellung von Küchengeräten der Eisenwerke Gaggenau. Eben ein technisch sehr begabtes Völkchen hier. Alte Fachwerkhäuser bestimmen das Straßenbild von Alt-Gaggenau. Gaggenau selbst wurde einst ein Opfer der Bomben. Doch durch zähen Fleiß entstand eine neue, schöne Stadt. Sie ist heute das wirtschaftliche Zentrum des Murgtals. Und ihr Name ist mit dem eines bedeutenden Werkes der Automobilindustrie eng verbunden, das hier auf der Höhe des Sauberges seine Fahrzeuge im Gelände ausprobiert. Unimox, da muss ich hin. Rund 50 Jahre wurde das Universalmotorgerät hier produziert. Dann war Schluss. Doch immer noch ist der Automobilsektor in Gaggenau mit ca. 6000 Mitarbeitern größter Arbeitgeber der Region. Aber Gaggenau, ich, Unimog, Unimog, ich, Gaggenau. Trauern viele Einheimische heute noch so wie er. Ich bin der Horst. Ja, ich bin der Siegfried. Ich bin ein Ehrenamtlicher. Ein ehrenamtlicher Teil von dem Museum. Ja, genau. Ich bin fast schon zur Ausstellung, aber so alt. Aber ich bin hier ehrenamtlich. Ja, wie ist denn Unimog überhaupt entstanden? Das hat den Hintergrund, dass der Albert Friedrich, Mitarbeiter vor allem Daimler, gehört hatte von Amerikanern, es gibt einen Morgenthau-Plan und Deutschland sollte nur noch nach dem Krieg Agrarstaat sein. Und aufgrund dieser Tatsache hat er gesagt, wenn wir nur noch Land- und Forstwirtschaft machen dürfen, dann brauchen wir ein Spezialfahrzeug und das ist der Unimog. Das kann, um diese ganze Landwirtschaft zu rationalisieren und wirtschaftlich zu machen, also das kann der Traktor nicht leisten. Und deswegen diese Gerätekombination. Ja. Der Siggi ist voll stolz auf das Museum. Er und seine Mitstreiter setzen mit viel Herzblut hier dem Unimog ein Denkmal. Das Schöne ist ja, wir haben ein Museum, wo man die ganzen Objekte sehen kann. Ja. Und wir haben draußen einen Parcours, wo man den Unimog erleben kann, also mitfahren. Diese wahnsinnigen Geländeeigenschaften. Jetzt verstehe ich langsam, warum du nicht zu Hause bist. Lass uns mal fühlen gehen draußen. Ja, okay. Also erleben. Erleben, ja. Respekt. Also, jetzt darf ich es sogar mal selbst probieren. Also du lässt alles los. Alles los. Auch Kupplung, Bremse, alles loslassen. Ja, ja. Und runterrollen. Ja. Jetzt geht es hier wunderbar satt runter. Jetzt kannst du wieder Gas geben. Also das hat mal richtig Spaß gemacht. Das ist so eine Männersache. Ich muss sagen, Siggi, mein Held und der Unimog. Oh, Siegfried, ich sehe schon was. Siggis Herz schlägt aber nicht nur für Unimog. Im ehemaligen Unimog-Schulungszentrum zeigt er mir seine anderen Schätze. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Eger heißt was? Eger heißt Eisenwerke Gaggenau. Also eine Abkürzung aus diesem zwei Namen, Eisenwerke Gaggenau. Und du siehst hier auf dem Tank, Eger. Eisenwerke. Den schönen in dem Gold. Und hier sieht man natürlich noch diese schönen zwei Farbenlackierungen. Dunkelgrün, hellgrün, da mit dem goldenen Schriftzug. Genau.
Die Eisenwerke wurden ursprünglich von Markgraf Ludwig Wilhelm von Baden 1683 gegründet. Gute 200 Jahre später gelangen die Fabrikate aus Gaggenau zu Weltruhm, der bis heute anhält. In dieser Zeit baut man neben Küchen auch verstärkt Fahrräder. Die Menschen in dieser Region haben einfach ein Händchen für alles, was rollt. Ob nun mit oder ohne Motor. Und aus den Fahrrädern entwickelten die Konstrukteure die EGA. Aus dem Fahrradbau war es natürlich einfach, ein Motorrad zu bauen. Ja? Ja, weil viele würden ja jetzt auch sagen, also meine Frau würde sagen, das ist doch ein Fahrrad, guck dir mal gerne, da ist doch der Rahmen oder mit Tank, der Motor rein, ja, alles ein bisschen dicker gemacht. Ja, genau. Aber man merkt schon diese Entwicklung. Natürlich kam das aus dem Fahrrad raus. Restaurierst du sie? Wirst du sie ans Fahren bringen wollen? Ja, diese, die restauriere ich komplett, sodass sie wieder fahrbereit sind. Siegfried, ich möchte weiter, auch wenn ich gerne hier bleiben würde. Ja. Es war mir eine große Ehre. Und Dankeschön. Auch vielen Dank für den Besuch. Und guck, dass die fertig wird. Ja, ne? Ja. Tschüss. Tschüss. Das war jetzt erstmal genug Alteisenphilosophie. Aber es ist schon unfassbar, welcher Erfindungsreichtum in dieser Gegend zu Hause ist. Ich drehe noch ein Ründchen im Murgtal. Jetzt muss ich mir noch unbedingt den Seitenhof in Baiersbronn ansehen. Haben mir schon viele Leute empfohlen. Dort wohnen zwei Generationen der Familie Seit. Boah. Wirklich wie gemalt. Mit über 900 Jahren gehört der Seitenhof zu den ältesten erhaltenen Höfen im Murgtal. Und man kann hier richtig lecker essen. Nicht nur deftiges, sondern auch selbstgemachtes Eis, natürlich mit eigenen Rezepten hergestellt. Ja, hallo. Oh, Entschuldigung. Ich bin die Conny Zimmermann. Conny, ich sag einfach mal der Horst und Conny. Ja, klar. Sag mal, die Kälbchen sind ja zuckersüß. Ja, also die Weibchen, die werden ja dann hoffentlich mal richtig gute Milchkühe und versorgen uns natürlich mit der frischen Milch. Mhm. Und naja, die Männer, die dürfen schön draußen auf der Weide noch... Die dürfen Spaß haben. Die dürfen Spaß, naja, bis zum gewissen Grad. und weil die keine Milch geben, dann liefern die irgendwann richtig tolles Fleisch. Und die Milch wird die hier morgens abgeholt. Ich kenne das von der Eifel, war früher als Kind viel in der Eifel. Und da weiß ich, die Milchbauern, die hatten so riesen Kessel. Und da wurde morgens dann mit dem Kesselwagen die Milch abgeholt. Ja, da kommt jeden zweiten Tag ein großer Laster und holt die Milch ab. Die wird bei uns gekühlt gelagert. Mhm. Und ein kleiner Teil davon, muss man noch sagen, landet in unserem hausgemachten Eis. Ja. Eis ist einer meiner großen Leidenschaften und Sünden. Was mich auch immer wieder so ein bisschen abhält von dem Sixpack, was ich eigentlich gerne hätte. Sag mal, wie alt ist dieser wunderschöne Hof? Ja, dieser Hof ist aus dem Jahre 1555, wo er erbaut wurde. Erwähnt wurde der schon 1072, also hat schon richtig Geschichte. Und ist ein Lehnshof von dem Kloster in Reichenbach. Ja. Und ja, das haben, sage ich jetzt mal so ganz salopp, die Mönche hier gebaut, haben hier gearbeitet oder arbeiten lassen auch. Ja. Und die mussten dann ihren Zehnten schön abtreten. Und wie lange ist eure Familie schon hier oder habt ihr den übernommen? Das ist ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Also irgendwann gibt es eben Lücken. Ja. Mhm. Also ich bin die Tochter vom Haus. Seitenhof, das ist vom Familiennamen her. Ich habe früher Seit geheißen, genau. Und es war schon ein paar hundert Jährchen in Seitscher Hand, sage ich jetzt mal. Ja, ich war dann aber doch so, wie soll ich sagen, weißt du, so in altmodisch etwa, und wollte Zimmermann heißen, wie mein Mann. Eine Bitte. Ja. Magst du mir ein Eis besorgen? Sehr gern. Ein richtig großes. Ja. Mach Schokolade und Stracciatella, hast du sowas? Oh, na klar. Schön in der Waffel? Ah ja, klar. Super. Mach ich, hol ich. Lecker. Das war meine Reise durchs Murgtal. Aber ich glaube, ich habe nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt, glaube ich, noch so viele schöne Dinge und Originale zu entdecken. Aber für heute, glaube ich, ist genug. Es gibt ja noch andere Tage. Dankeschön.